keine Bewegung, du Halunke. Keine Bewegung. Ey, du bewegst deinen Mund. Ich hab gesagt, keine Bewegung. Ich hab das auch gesagt, du bewegst dich. Ich hab's aber zuerst gesagt. Aber ich bin Gangster, du nicht. Du kannst dich doch nicht über mein keine Bewegung hinwegsetzen. Doch kann ich. Du kannst dich auch nicht über mein keine Bewegung hinwegsetzen. Jetzt hör endlich auf zu reden. Okay. Und keine Bewegung. Wieso darfst du dich dann auch bewegen? Weil deine keine Bewegung unzulässig war. Das ist aber nicht so lässig. Nee, da stimme ich dir zu. Ja, deine Stimme kommt auf mich zu. Du meinst, die Luft wackelt? Das meine ich. Meine ich aber auch. Mein kriegst du aber nicht. Ich will doch gar keinen Fluss haben. Dann ist ja gut. Ich nehme mich schon. Ja, dann ist doch alles top. Jeder hat das, was er will. Ich hätte gern Will. Will Ferrell? Nee, Will Smith. Da kann ich dir leider nicht helfen. Jetzt bin ich traurig. Das macht mich wütend. Ja, sehe ich. Dann brauchst du natürlich auch keinen Fluss. Ja, aber wieso sagst du das jetzt? Wenn du schon einen See hast? Ich habe aber auch keinen See. Oh, da habe ich dich wohl falsch verstanden. Das glaube ich aber auch. Würde mir nie passieren. So ein Schnitzer würde dir nie passieren. Nee, ich bin nämlich ein ziemlicher Schwitzer. Das glaube ich dir aus Wort. Du bist aufgewacht. Nein, ich bin aufgebracht. Warum bist du aufgebracht? Weil du mich schon wieder nervst. Das kann sein. Meine ich aber auch. Bitcoins? Was? Meinst du Bitcoins? Nein. Ach so, also Minecraft? Was ist mit Minecraft? Du meinst in Minecraft? Ich meine nix. Hast du gerade doch gesagt? Nee, habe ich nicht. Was hast du nicht? Gesagt habe ich das nicht. Ach so, ich dachte, du hast irgendeinen Gegenstand nicht. Nein, wieso sollte ich irgendeinen Gegenstand meinen? Weiß ich auch nicht, aber du hast doch angefangen von meinen zu reden. Habe ich immer noch nicht. Ich hab's doch gehört. Was hast du gehört? Mir gehört ziemlich viel. Digga, ich bin gar nicht dick. Ja, ich sehe auch, dass du nicht dick bist. Wieso sollte ich Dick Van Dyke sein? Wer? Wolf? Nein, kein Werwolf. Was machst du? Was machst du? Wieso kann man sich nicht normal mit dir unterhalten? Ja, wenn du die Themen so schnell änderst. Du änderst die ganze Zeit, aber richtig random. Das halte ich für eine Lüge. Dann denk nochmal zurück. Bist du Ine Peters? Peter von Peter, Paul und Mary? Nee, nicht Peter. Ine Peters. Ach, Ineptias. Genau, Ineptias, den meine ich. Nee, ich bin Jonas. Der gleiche Jonas, der auch Ineptias ist? Ein Jonas will Ineptias essen? Nein, sein. Sein? Sein was? Frag ich dich? Sein Bein? Das ist eine gute Frage. Ich hätte jetzt gern ein Bein. Du hast doch schon ein Bein. Ich meine ein Chickenbein. Ach, wie Chicken Wing, nur mit Bein? Genau. Ist das eigentlich das gleiche Material? Wing und Bein? Ja, aber anders. Anders macht ihr anders. Ja, du kennst anders auch? Ja, alter Kollege. Aus der Kirche? Ja, wo soll sonst ein Altar stehen? Da hast du natürlich mal wieder recht. Aber der Song ist auch sick. Aber ein Song kann auch gar nicht krank werden. Doch. Ich glaube, du erzählst Lügengeschichten. Wir müssen die Situation deeskalieren. Hast du schon einen Tannenbaum gekauft? Nee, noch nicht. Es war doch etwas früh im Januar. Das stimmt. Hast du gehört, dass Ineptias sich einen Podcast startet? Ineptias, der Typ, der nicht reden kann? Also Hyperbel, aber trotzdem. Ja, richtig mit Gast und so. Der will mit fremden Leuten reden? Ja, so ein Cake. Der in fast jedem Fach mündlich 4 steht? Ja. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Ich glaube auch. Ich glaube, das ist eine gute Idee, ein Abo dazulassen. Ein Follow. Wem folgst du? Keinem. Ach so, ich habe I Follow verstanden. Wie in diesem Song. Genau das auch. Ich hatte schon Angst, dass du ein Stalker wirst. Das ist aber auch kein entspannter Beruf. Da musst du massierter werden. Aber nicht Messias oder Messi. Das ist nicht so entspannt. Sprichst du aus Erfahrung? Halb. Sehr interessant. Die Frage ist, ob du den Fußballer meinst oder nicht. Ah, du Landratte! Nee, ich bin eine Wasserratte. Ih, du bist eine Ratte? Metaphorisch. Du bist eine metaphorische Ratte? Ja. Hast du nicht eben noch Wasserratte gesagt? Ja, aber nur metaphorisch. Du bist metaphorisch, eine metaphorische Wasserratte? Nee, metaphorische Wasserratte. Keine metaphorische Metapher? Nein, eine Metapher. Ich glaub dir nicht. Wie du glaubst, bin ich. Ich glaub dir nicht, du hast keine Beweise angeführt. Ich soll Beweise anführen, um meine These zu untermauern? Ja, ich kann dir Mörtel leihen, aber den Rest musst du selber auftreiben. Das kann ich mir nicht leisten. Wie viel Geld hast du denn? 18 hoch 4. Wie viel ist 18 hoch 4? Das musst du schon selber ausrechnen. 104.976? Falsch, 104.976. War aber knapp. Schafft? Wer ist denn schafft? Nein, ich hab deinen Satz beendet. Aber wir sind doch gar nicht cool genug. Ja, tut mir leid. Sollte es auch. 18 hoch 4? 104.976. Sehr gut. Danke. Ali ist stolz. Bist du Ali? Jetzt ergibt alles einen Sinn. Ja, Mann. Nee, vergiss es. Okay. Vergessen? Ja. Sehr gut. Ich habe jetzt How I Met Your Mother 1 fertig. Hast du endlich zu Ende geguckt? Ja, ist schon ziemlich sick. Wann hast du angefangen? Ende August. Hoho. Ja, dann bist du jetzt ziemlich beeindruckt, dass ich so schnell gucke, ne? Ja, das ist schon sehr beeindruckend. Eine Staffel in 4 Monaten. Du hast nur die erste Staffel geguckt? Ja, das meine ich. Die erste Staffel habe ich durch. Und dafür brauchst du 4 Monate? Ja, ich weiß, ich bin ziemlich schnell. Nein, du bist Jonas. Das ist richtig. Und Ineptias. Folg Ineptias mal. Kann ich nicht. Ich bin er. Ich rede nicht mit dir. Ach so, Selbstgespräch? Nee, auch nicht. Ach so, ich weiß ja nicht, was ein auch nicht ist, aber okay. Das versuche ich rauszufinden. Dauert das noch lange? Ich saß da gestern von 10 bis 20 Uhr drin mit einer Stunde Pause. 10 Uhr abends? Das würde keinen Sinn ergeben. Oh, 9 Stunden? Was ist denn mit dir los? Bist du wild geworden? Ich bin mega wild geworden. Aber nicht extrem mega wild, oder? Nee, noch nicht. Dann wünsche ich dir viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Bitte. Das war meine Line. Oh, danke. Bitte. Wir fixen das in der Post. Du meinst Post? Nein, Post. Bist du multilingual? Nein, das ist mein Vater. Ich bin multilingual Junior. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen, multilingual Junior. Freut mich auch, dass du meine Bekanntschaft machst. Ich bin multilingual Junior. Ja, ich weiß. Sehr erfreut. So muss das sein. Welche Serien guckst du eigentlich? Ich habe jetzt einen Führerschein. Endlich, da haben wir immer drüber geredet. Ja, wir waren mega gehypt. Weil dann kannst du zu meinem Haus fahren. Oh, du beendest meinen Satz. Ja, weil wir cool sind. Heute bin ich durch die Vorstadt gefahren. Und du hast geweint, mein Schatz? Ja, weil du wahrscheinlich mit der Blondine chillst. Woher weißt du das? Woher weißt du, dass ich geweint habe? Weil wir verbunden sind. Das kann nicht sein. Also ich war zu meinem Überwachungsequipment verbunden. Heißt das, dass du noch was von mir willst? Also du bist heute durch die Vorstadt gefahren? Ja, und ich habe mich gefragt, wie ich jemals jemand anderen lieben kann. Ich weiß, das mit uns war nicht perfekt. Wie kann dir das so egal sein, wenn ich weg bin, dann... Nein, ich habe dir doch hier einen Song geschrieben. Mir ist das nicht egal. Das glaube ich nicht. Du sagtest für immer, jetzt fahre ich allein hier vorbei. Wenn du mich hättest oder angerufen oder so, wäre ich reingekommen. Ah, jetzt kommen hier billige Ausreden. Das ist keine Ausrede. Und selbst wenn, würde ich schon ein bisschen Geld investieren und kein Billigzeug kaufen. Jetzt lass mich mal weiterreden und unterbrech mich nicht. Okay, tut mir leid. Meine Freunde sind coole Leute. Ey, sorry. Meine Beine. Vorsicht. Okay, jetzt red. Meine Freunde sind mega abgefuckt. Hast du eigentlich schon einen Tannenbaum gekauft? Kannst du mal kurz deine Schnauze halten? Kann das sein, dass du zu viel Driver's License gehört hast? Ich habe da mal reingehört. Woher weißt du das? Also ich habe den nur einmal gehört und mir fallen gewisse Parallelen auf. Hier hast du Parallele. Danke.
Wissenschaft. Wissenschaft? Wissen. Dann müsste das doch Wissenschaft heißen. Ja, stimmt, Genitiv. Ich gehe immer hoch, keine Sorge. Okay, gut. Aber wenn das kein Genitiv ist, was ist es dann? Wissenschaft. Vielleicht ein Schaft, von dem wir wissen. Du meinst, der Name entstand aus einer Abkürzung? Ja, wenn wir hier rechts fahren, können wir eine Abkürzung nehmen. Ja, dann lass machen. Okay, ich lass das. Liebe ZuschauerInnen, setzen Sie sich bitte Ihre 3D-Brille auf. Was hast du da? Das ist nur eine Hand. Und das ist ein Finger? Das ist richtig. Brille wieder ab. Habe ich mir schon gedacht. Denkst du das Gleiche, was ich denke? Also, ich kann deine Gedanken lesen. An was denke ich jetzt? Wo ist die Tür? Unfassbar. Brille wieder auf. Die Tür ist da. Ach, da ist die Tür. Ja, jetzt sehe ich's. Brille wieder ab. Willst du jetzt gehen? Ja, aber wir müssen vorher das Rätsel der Wissenschaft lösen. Brille auf. Da hast du recht. Brille ab. Vielleicht hilft Gockel weiter. Ja, frag dein Gockel mal. Brille an. Bin dabei. Brille ab. Sehr gut. Ich hab die Antwort. Das ist ja gar nicht witzig. Brille an? Ja. Ey, falscher Text. Und wir sind gerade im 3D-Modus. Ich will aber nicht mehr 3D machen. Davon wird mir immer schlecht. Brille ab. Du bist doch fast am Ende. Ich will aber auch nicht mehr. Jetzt mach einfach. Brille auf. Nein, Brille ab. Mir reicht's. Lass ein Abo da. Mir auch. Ey, komm zurück.